herzlich willkommen bei Teezy Schumesch. Und wir kommen heute zu einem der ersten Videos aus dem neuen Studio. Freunde, verzeiht's uns, wenn vielleicht die Kamera noch nicht hundertprozentig ist, der Ton, dies, das. Das sind so die ersten Aufnahmen. Wir müssen uns langsam rantasten. Heute Abend, da klingelt der nächste Helfer. Wir sind noch im Umbau. Ja. Gibt's auch den ersten Stream, Freunde, 18 Uhr einschalten. Da können wir dann gemeinsam alles so ein bisschen einstellen. Mal 18 gucken, wie Uhr alles. Twitch. Ganzes Studio wird gezeigt. Wir haben auch schon ein Fail gefunden, ne? Ja. Ah! Und die zwar Maus schreit noch rum. Die scheiß Tischbeine, die schallen nach. Ne, da müssen wir nochmal rein auf jeden Fall. Aber kriegen wir hin, deswegen nimmt uns das übel. Wo guckst du gerade schon hin? Was passiert? Ich sehe da noch eine Wabe, die muss noch ein bisschen wieder hochgeklebt werden. Die ist runter. Ja. Das sind noch so Kleinigkeiten, Jungs. Ne? Aber nichtsdestotrotz erstmal vielen Dank an Steini, der sich hier spontan bereit erklärt hat. Ey, Jungs, ich nehme was mit euch auf. Ihr habt gesehen, in letzter Zeit kam ein bisschen weniger Videos. Wir waren im Stress. Aber auch Steini ist doch immer Verlass. Da geht Kuss raus an diesen Mann da drüben. Deswegen checkt seinen Kanal ab, checkt die Folgen ab. Da haben wir auch einiges aufgenommen. Und ja, Steini, wie geht's? Wie steht's da drüben? Wie geht's? Wie steht's? Bei mir ist alles Paletti. Das ist doch das Wichtigste. Ich hoffe, bei euch auch. Da gibt's auch noch Finale Stage. Ja. Das hört man doch gern. Das ist wichtig. Und ja, wir nehmen heute Draft Your Discard auf. Das wohl bescheuertste Format in ganz FIFA. Am Ende des Tages wollen Steini und wir uns nochmal die Köpfe einhauen. Wir machen hier ein Footy Draft Your Discard. Jeder, der in der Startelf oder auf der Bank steht, gibt einen Extrapunkt. Am Ende des Tages wird die Differenz discarded von den besten Spielern, die im Team sind. Ne? Ihr kennt ja das ganze Format, Freunde. Lasst ein Däumchen nach oben, dann lasst ein Abo da. Wir gehen rein. Team Mau. Draft, erster Draft in diesem Studio. Let's go. Das wird entscheidend sein. Dann gehen wir rein in den Lachs. Zeig yes. mal an, was nimmt man? Was habt ihr einen Token? Nee, wir sind mit. Ich hab mit Token gemacht, ja. Hab es mit Token dran? Ja. Ein ja. Token, Timau, bist du? Ja. Ein Token? 4-3-3 offensiv. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wie sind die Drafts aktuell? Lang keine Drafts mehr gebaut. IO. Jetzt die eigentlich nicht okay. Mal so, mal so. Aber, boah, ein Altschabber. Ja, aber sag dir ehrlich, Olaf kriege ich jetzt einen Gaucho. Das wäre dumm. Sag's du? Oh ja, geile Gaucho. Immerhin. Hätte ich ihn gleich mitnehmen können, ne? Das hättest du auch reinstellen können, hättest du auch nicht geändert. Ich sehe doch schon wieder was. Ja, aber ich lass mich nicht drücken, aber oder? Ich weiß nicht, wie lange du dich gegen Bundesliga wehren kannst. Wenn jetzt noch einer kommt, dann weißt du, in welches Fahrwasser ja, es geht. Ja, dann muss ich wirklich. Ich halte mir die Entscheidung offen, was ich für eine Liga nehme noch. Ja, bei uns ist die Entscheidung, glaube ich, schon gefühlt gefallen. Oh ja, sehr gut. Ja, aber Icons, du weißt. Ja, trotzdem. Ist mir egal, ich nehme mir nur Icons mit. Ich entscheide mich später, was ich nehme. Boah, das wird. Wobei. Aber ich kann den nicht liegen lassen. Nee, musst du mitnehmen, sag ich dir ganz ehrlich. Ein bisschen gamblen und versuchen muss man auch. Der bringt mir auch nichts. Ich muss eh den Stürmer wegkriegen, Alter. Gabi? Ja, muss ich mitnehmen. Ich spekuliere Sturm auf Premier League Spanien. Ja. Ja. Das halt auch, die Engländer würden halt auch, aber der Valgas, ja, aber. Ich baue um. Machst einen Umbruch. Ja, ja. Ich guck mal's mal an. Bundesliga, wie die dich in die Bundesliga-Falle reindrücken, das ist Wahnsinn. Ich hätte Premier League nehmen sollen. Ich halte mir die Lösung offen. Ist egal, wenn sie mal mitnehmen. Ja. Mit innen drin bleiben. Ja. Ich nehme mal die Licht mit. Ja. Ich habe noch viele Baustellen, aber. Wie läuft's bei dir, Stein? Digga, Bundesliga, guck mal. Mit überschaubar noch. Geraldo, ne? Da bringt so Brot nach Hause. Ja, aber ich glaube, wir biegen vielleicht auch noch in die hier ab, oder? Ja, musst du. Um das mal offen zu halten, so ein bisschen. Mhm. Ja. Boah. Ja, gut, perfekt. Schreien. Müssen wir gar nicht lange überlegen. Ja, aber das Problem ist halt, er nimmt dir halt auch hinten eine Liga weg von dir. Ich brauche auf jeden Fall einen Stürmer und noch zwei Positionen muss ich weg irgendwie in Premier League ummünzen. Ja, dann wäre ich da, aber das sind doch nicht die Positionen, Junge. Viel Brot nach Hause gebracht. Da ist gar nichts von. Okay, gut. Okay, gut, Timbo, wir haben noch. Kann man mal mitnehmen. Wie läuft's bei dir, Steini? Wie sind so die Karten, die kommen? Ich krieg gerade nur MS-Spieler, die ich halt nicht brauche. Also ich krieg gerade nur Positionen wieder, die ich nicht brauche. Könntest auch mal neben dein Gerät ausfahren. Hab ich das schon, oder? Schon ausgeklippt, ne? Was macht man da? Eigentlich muss der mit. Ja, muss. Ich gebe den extra Punkt. Muss mit. Ja, ne? Ja. Definitiv. Scheiße, da hätte ich doch um mehr kann man mit arbeiten, oder was? Ja, kann mit arbeiten. Junge, was kommen da gerade für Karten? Kann man auch stell den mal hin in die IV noch, den anderen. Ja, aber der wird Löcher reißen, ne? Ja, wir müssen ja, ja. Der wird halt schon noch böse Löcher reißen. Da gibt ja auch. musst du reinstellen? Also, was? So gesehen brauche ich nur noch. Was ist denn das? Was passiert denn hier gerade? Was ist das denn wo?
Ich nehme den mal mit, ich bringe mir am Ende, glaube ich, vielleicht noch mal. Hammer nennt, aber wir müssen jetzt echt ein bisschen auch... Es kriegt nur MS! The Melling? Ja. Ist egal. Ist egal. MS haben wir nicht. Aber der hier bringt schon mal weiter, ne? Wegen Verein auch. Mm. Und, wenn wir dann der andere wieder reinbringen, Lindolf. Dann nehmen wir aber lieber Anthony mit. Das ist Brasilianer. Die könnten noch ein Nerf, wird dann irgendwas trickse, oder? Ja, der andere gibt ja auch Punkte, ne? Ja, ja. Aber wenn wir halt den anderen wieder hin reinstellen, Lindelöf. Ja, okay, geht auch, ja. Ne? Ja, ja. Dann sind die halt alle durch, dann aber dann rutscht halt die andere Liga, ist uns auch klar, ne? Dann nimm trotzdem mal mit. Wenn wir mit denen hier halt machen. Problem. Der andere gibt ja eh den Punkt. Ja, ja, muss Lindelöf hinten rein. Wie viel hast du noch zur Auswahl, Steini? 3 Stück. Okay, wir haben noch ein paar mehr, aber in der Mitte hapert es halt noch krank bei uns. Boah. MLS mit Messi? Ja, fast keiner, keine Position, kannst du Beste mitnehmen. Ja, ich hab mich verzockt. Boah, ich glaube, hier sieht's auch nicht so gut aus. Oh. Erschrickst'n. Mhm. Ich hab mich verzockt. Eigentlich ihn. Dann ist City oben voll. Mhm. Eine Icon zu viel. Ja. Ich wollte zu viel. Mitnehmen. Ja, ne? Ja, boah, wir sind auch gerade richtig am Kämpfen. Da wird der andere rausgehen, also da. Oh, ich bin wieder da? Stein. Das Problem mit ist mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber ich kann nichts mehr kriegen. Das ist mein Problem. ZMs. Das kann halt echt böse werden. Boah, Melitolo, aber... Ja, Real ist halt auch gut, ne? Ja, nimm mal mit. Nimm mal Eder Melitolo mit. Vielleicht noch einen Plan. Ja, weil wir können vielleicht Torwart später noch ändern in eine andere Liga. Da ist halt auch einer zu viel. Jetzt kommen sie mit dem. Boah. Aber. Hakimi. Außenmann. Beste mitnehmen. Das gibt große Probleme, bist du, ne? Bist du durchsteinig? Letzte Frage. Ja, Fall. Ich bin aber noch ein bisschen am. Bono. Am Durchsuchen. Boah. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr, wen ich zur Auswahl hatte in der Mitte für Figo anstattdessen. Die Premier League war halt Baden, ne? Aber immerhin. Dann sind die voll. Jetzt bräuchte ich mir eigentlich nur einen Premier League Manager. Mhm. Dann wird zack. Ja. Zack. Ja, außer Bruno, den schaffen wir nicht. Argentinien. Den schaffen wir halt nicht, ne? Außer wie ist es denn, wenn du in der Mitte. Halt mal kurz. Wenn du in der Mitte den Ducour reinmachst. Wo ist er? Links sitzt er noch. Gegen der ihn hier. Aha. Dann wird er halt umbaust, ne? Wieder auf die Premier League. Ja, da gehen halt. Wir haben ja keinen Außenverteidiger. Ja, jetzt Torwart doch noch mal rein. Naja, dann ist ja was besser. Ja, da gehen ja die komplett baden. Da rutschen die komplett. Nee. Mm-mm. Nee, da war es anders da besser. Vor allen Dingen, da sind wir halt echt mit einem Manager durch. Ja, bis halt auf den, ne? Ja. Kann halt alles haben, oder? Ich glaube, ich diskarde. Sagst du? Also, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, bei uns ist auch... Wie hatten wir's? Innenverteidiger noch getauscht. Wen hatten wir denn drin? Hatten wir den drin? Ja. Ich brauche einen Argentinier, dass ich wenigstens da den Point krieg. Argentinier wäre okay. Dann würde ich es, glaube ich, in Grenzen halten, aber... Ja, das Ding ist, ich wollte halt die Icons mitnehmen, hier und da, damit ich wenigstens ein bisschen Budget im Team habe, wenn ich gewinne, so, weißt du? Ja, ja. Da müssen wir auch immer drauf achten. Also, wobei, kriegst du den... Wir haben eigentlich, du kannst doch, wir haben eigentlich eine geile Auswahl gekriegt, aber... Ja, ich habe mich blenden lassen von meinen Flügel-Icons. Wir brauchen einen Premier League Manager, Zimbo, ne? Sollen wir reingehen? Ja, wir gehen rein. Hast du schon einen Manager geholt, Steini? Ja. Okay. Nein. Okay, dann holen wir ab. Ihr seid so ein Nutzenviecher. Digga, es ist krank, es ist respektlos. Ich finde, es ist so selten, dass dir ein Manager hier was bringt. Immerhin einer. Stevie G. Aber Digga. Ey, ich weiß nicht. Das hat bei uns safe nicht gelangt. Wir haben ohne extra Punkt 124. Ich habe ohne extra Punkt 123. Dann haben wir gewonnen, glaube ich. Wir haben gute Extrapunkte. Wie viele Extrapunkte hast du? Gepumpt. Einen nur. Wow. Wichtig. Junge, wir haben einfach, wir haben 3 Extrapunkte. 3. 99er Messi, 99er Donnarumma, 96er Aruro. 127?
haben wir. Habe ich drei Discards, ja. Drei Stück. Ja, drei Discards. Ach, du Kacke, Alter. Du Kacke, Digga. Vorher sind da Karten drin. Die besten rein. Ach, du Kacke. Das kann ja richtig brüchig werden, Steini. Ich glaube, da könnten Lade geschlossen werden. Alles, weil ich so gierig war, Alter. Ich dachte mir, komm, Ronaldinho tot, den nehmen wir mit. Garincha nehmen wir noch mit. Oh, Elanga halt noch raus. Was soll ich denn dafür noch bringen? Frankowski, stell die doch da rein, ist egal. Die Licht ist bestimmt auch ein bisschen teurer noch wie ein... Quailish, oder? Jack, ja. Der kann saufen. Welche Formation hattet ihr? 4-3-3, die vierte. Okay. Also jetzt kann wirklich abgeschlossen werden, ne, maybe. Also bei uns sitzt ein Trophy Titans R9. Ein 97er Trophy Zidane, die ganzen Footies, also der Laden könnte... Messi 99. Der Laden könnte echt geschlossen werden jetzt, ne? Ja gut, wir haben umgestellt, drei Stück. Steini, sag jetzt schon was, tut mir leid, ne? Welche Formation hattet ihr? 4-3-3, die vierte. Warum, ich mach... Ah, ich wollte schon Platz machen, geht ja gar nicht. Ja. 4-3-3, die vierte. Das ist mit einem ZOM, zwei ZMs, Ölöf, RF, ST. Wähle. Beiden äußeren ZMs und den Rechtsverteidiger. Den Rechtsverteidiger. Boah, ey, du hast gut angefangen, ne? Du hast getroffen einen Gavi, 92er Tots Moments. Du hast getroffen einen 99er Donnarumma, Footies. Und auf RF sitzt ein RNF. RV sitzt ein RNF. Trophy Titans. Puh, was kostet der noch? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht, weil ich beschäftige mich nie mit R9, Alter. Ronaldo. Hä? Ich spiel kein FIFA mehr! Jo, der kostet 1 Million! Was? 1,1 Millionen? Ich hör auf! Ja! Was? Ich hör auf! Oh Gott, ich dachte, ich Feierabend! Junge, der kostet 1,1 nur noch! Ja! Ich meine trotzdem viel, aber... Ich hab gedacht, wir schließen ab! Wer war da noch? Donnarumma? Donnarumma, Junge, und Gavi. Die Karte war... Das war die letzte 1, Karte. 1-1, Donnarumma 150. 1-2, Gavi. Ah komm. Gavi? Na, dieser LV. Gavi Galan. Ja, der kostet ja nix. Der kostet 11k. Ja, der ist Much. Also 1,2. Ja, 1,2. Messi hat 8 Millionen. Der war Ladezug gewesen. Wo war der? Wo war der? Rechter Innenverteidiger. Boah. Ja, ich kauf mal eben was für 1,2. So. Hier ist der Bruder gekauft. 1,25. Donnarumma kostet ja, glaube ich, auch nichts. 150. Ja. Ronaldo-Dings, weil der andere war 10k. Jetzt habe ich für 1,25. Ich denke, das passt. Ich packe den hinter den SBC. Jo, ist drin. Okay. Da vorne steht er. Mal gucken, ich mache mal das 85-10-Dinger hier. Vielleicht ist noch was Schönes so, für euch dabei. Das Karten ist aber auch nicht geil, oder? Nee, das muss nicht sein. Also nicht in so einer SBC hier, die du gefühlt hinterhergeschmissen kriegst. Ich hab den nicht einmal gezockt dieses Jahr. Ich hab den jetzt gekauft, für dass ich den... Sei froh. Aber ich bin wirklich froh, dass der nur noch der bei 1 Million liegt. Ich hab gedacht, wo lag der sonst? Der war doch gefühlt gar nicht mehr da. Hey, 15 Millionen? Wie lange war der bei 15 Dann Millionen? Dann ist er irgendwann gerutscht. Wir haben ja da günstiger verkauft. Da waren wir, glaube ich, bei 6 oder sowas. Ja. Wir konnten uns ja, wo wir doch das Brasilien-Team, da konnten wir uns nicht leisten, weil er 6 oder 7 Millionen gekostet hat. Pro Wochen. Super Pack. Super Pack, super toll. Ja, ey, GG. Ja, aber trotzdem. Da muss ich mir selber ankreiden. Gute erste ich war Aufnahme, zu gierig Timo. Mit den Icons. Ich war zu gierig. Ja, zu gierig darf man nicht sein, Jungs. Checkt die Folge beim Steini aus, wir sind raus. Haut's da rein, lasst ein kostenloses Abo da. Ciao, ciao.